Was? Nein. Hm? Hi. Ah, die Bienen machen mich wahnsinnig. Bitte, mach sie tot. Nee, ich habe Angst vor denen, Izzy. Dann schmeiß sie in die Mülltonne. Was? Okay, sag ihnen einfach, sie sollen mich nicht mehr stechen. Ich ertrag das nicht mehr. Hast du schon? Haut ab, ihr Bienen. Oh. Ich habe eigentlich ganz gut geschlafen. Wie war's bei dir? Ich habe gar nicht geschlafen. Oh. Ich habe mir gestern Abend den Bauch so mit Keksen voll geschlafen, dass ich nicht schlafen konnte. Oh, hast du noch Kekse übrig? Nein, ich habe keine Kekse mehr. Oh. Hol dir deine eigenen Kekse. Mm, toll. Ich bin so müde. Gute Nacht. Wollen wir mal ins Farmhaus gehen? Vielleicht haben die Frühstück für uns, wenn du eh schon keine Kekse mehr hast. Ja, Frühstück. Weil ich habe nur noch ein paar Karotten dabei und da habe ich irgendwie keine Lust drauf. Naja, wir könnten den Bienen den Honig klauen. Wenn die mir schon mein Blut klauen, weil sie mich immer stechen, können wir auch den Honig geben. Also wenn du es machst, dann bin ich gerne dabei, aber ich traue mich da nicht an. Was? Kommt her, nur ganz kurz. Ich will nur ein... Ah! Okay, bitte nicht. Warte, das ist nicht der richtige Ausgang, nur weil der... Easy? Bist du da runtergehüpft? Nein. Ich bin geflogen. Au. Okay, wo müssen wir lang? Ich weiß nicht, in welche Richtung. Mein Orientierungssinn ist nicht so gut. Oh nein. Wo sind wir überhaupt? Warte, der Junge ist doch von da gekommen, als er uns gestern hingeführt hat, oder? Ich glaube, hier müssen wir da. Guck mal, da ist das Haus. In die Richtung? Ah. Okay, hier vorne. Direkt richtig gemacht. Oh ja, stimmt, da ist es. Oh, ein Pferd. Auf die Koppel mit dir! Sagst du immer recht in Ordnung. Oh, guck mal, hier ist eine Ziege. Die laufen auch alle frei rum. Das reicht jetzt hier. Ist das der... Ich glaube, ich habe mich schon wieder irgendwie vertan. Hier geht's auch nicht weiter. Ist hier das Haus? Ja, da ist es doch. Guck mal ist hier. Ist das richtige? Okay. Ich glaube, ja. Was macht die Ente denn da im Ziegenstall? Guck mal, die hat ein Ei gelegt. Echt? Oh, wie süß. Oh mein Gott. Okay. Da sind wir. So. Was wollen wir jetzt machen? Um Frühstück betteln? Um Frühstück betteln. Kekse waren so lecker, ich will die Kekse wieder haben. Vielleicht sind hier noch welche da. Guten Morgen! Kekse. Guten Morgen. Haben Sie Kekse? Wenn ihr schon hier schlaft, könnt ihr ja immerhin ein bisschen auf der Farm helfen. Wir haben gerade alle Hände voll zu tun mit der Einhornsuche. Wir wollten eigentlich fragen, ob wir frühstücken können. Aber wir können auch... Izzy, können wir auf der Farm helfen? Wir können auch auf der Farm helfen. Ja, ich habe Kekse bekommen. Hast du Kekse bekommen? Ja, das ist super. Die sind zwar alt und schon blau und verschimmelt, aber hier hast du einen. Die sehen aber nicht mehr so gut aus. Sicher, dass wir die essen wollen? Ey, du hast nur noch gute! Ey! Nein, Easy! Du gibst mir hier die schlechten! Das ist doch eine Sauerei! Nein! Ja, du kriegst nachher einen Keks, versprochen. Er hat gesagt, er frühstückt noch und wir sollen schon mal vorgehen zur Pferdekoppel. Aber wir haben ja eh noch ein bisschen Zeit. Wenn du möchtest, ja, können wir uns... Pferdekoppel? Warte, ich weiß es genau. Komm, mit, okay. ich zeig dir das. Die war, glaube ich... Ich meine, ich bin mir sehr sicher. Ich bin mir super sicher, dass sie hier irgendwo war. Ich glaube... Moment mal. Nein. Bist du sicher? Also hier ist wieder unsere... Ja, genau hier an diesen dicken Kühen, die im Boden stecken, musste man vorbeigehen. Dann sollte man hier irgendwie ein Ei in das Haus werfen. Dann Easy, also man mit der Ente ich weiß, du bist ein Schatzsucher, aber ich weiß nicht, ob du den Weg wirklich gut kennst. Doch, ich bin mir... Da ist sie doch! Sag ich ja, hier ist die Pferdekoppel! Easy, das sind Kühe! Hi, guten Morgen. Was geht? Das ist doch keine Pferde. Hä, na klar sind das Pferde. Guck mal, aber guck mal, die mögen dich. Ja, stimmt. Die bilden voll den Kreis um dich rum. Oh, nicht die Hörner. Okay. Keine Pferde. Aber die richtige Koppel ist hier hinten. Das glaube ich auch. Guck mal, hier hinten ist auch so der Stall mit den Heuballen. Hier muss es sein. Warte Oder? Mal. Das ist... Nee, das ist ein See mit Enten. Aber es ist schön hier. Oh, guck mal, hier ist auch der kleine Junge. Hallo! Hey, stimmt. Vielleicht kann der uns sagen, wo die Koppel ist. Hey, seid ihr auch hier, um die Enten anzugucken? Eigentlich nicht. Wir wollten nur eigentlich zur Pferdekoppel. Aber klar. Die sind so süß, oder? Aber meine Mama erlaubt mir nicht, eine als Haustier zu halten, weil Papa Angst vor denen hat. Wieso hat denn dein Papa Angst vor Enten? Ja. Alles klar. Ich mag Enten. Guck mal, ja, die gell? Süß. Guck mal, die Bahnen richtig. Das ist voll niedlich. Ich hätte dich fast nicht wiedererkannt. Wir machen gerade einen Anstar-Wettbewerb. Ich wette, ich gewinne. Und wie sieht's aus? Also die Kuh wird ja, schon. Ich gewinne. Ich sehe schon sie. Ich darf nicht blinzeln, Ronja. Siehst du? Guck mal, die geht weg. Ja.
Ich merke schon, du hast... Hm? Ja, okay. Schau mir in die Augen, Babe. Guck mal, die Kuh will wieder mitmachen. Na, ich hab gewonnen, du hast weggeguckt. Ja, ja. Es hat noch nicht mal angefangen. Hallo, Kuh. Aha. Was? Ronja soll... Ah, wirklich? Das hat sie gemacht? Oh, ich glaub's ja gar nicht, Ronja. Das hätte ich ja nie von dir erwartet. Was? Okay, ich geh gerne reiten. Kuh, was hast du gesagt? Oh, was ist das denn nicht reden? Oh mein Gott! Was hast du gefunden? Guck mal. Ah, oh, nee, das fliegt! Das mag ich gar nicht. Also, was macht denn das für Geräusche? Ich glaube, das ist ein Maikäfer. Bah, bleib mir weg mit dem. Oh, der ist voll süß. Wollen was? Nee. Oh, stimmt, das habe ich mal vergessen. Ja, wir sollten uns vielleicht mal beeilen, oder? Ja, stimmt. Oh mein Gott. Warte, wo ist denn der? Der müssen wir hier lang. Ehrlich? Ja, also, ich kenne den Weg. Kannst du mir vertrauen? Wann habe ich jemals den Weg falsch gesagt? Eben gerade, vor 5 Minuten. Überhaupt nicht wahr. Dafür will ich ein Videobeweis. Es ist gerade passiert. Ja, das stimmt gar nicht. Das denkst du dir gerade aus. Erzähl so ein Mist nicht. Guck mal, da hinten sind die Pferde. Ich sag doch. Oh, okay. Nicht. Weißt du was? Ich nehme alles zurück. Ha, Dankeschön. Okay, Dina. Ist der Farmbesitzer hier? Der wollte uns eigentlich sagen, was wir machen müssen. Ich fütter und du machst die Kacke weg. Och, nö. Doch. Ich hol Wasser. Oh nein, wer macht denn die Pferdekacke weg? Ich mach... Das kann der kleine Junge machen. Oh, da ist er. Meine kleinen Pferde. Oh, guck mal. Hallo. Die wollen voll gern. Der Farmbesitzer ist hier. Oh, echt? Da seid ihr ja endlich. Macht erstmal den Pferdestall sauber und füttert die Tiere, damit seid ihr... Wir sind schon dran, wir sind euch einen Schritt voraus. Gar kein Problem, machen wir. So, ja, ich hatte nicht Izzy macht die Kacke weg. Was? Du machst die Kacke weg, habe ich gehört. Nein, überhaupt nicht, du machst das. Ich mache hier das schöne Futter rein, hier meine Pferde, da habt ihr was richtig Schönes zu snacken. Ich habe sogar noch einen Eimer von vor, als wir die geklaut haben. Stimmt, ich auch. Wo kommt denn das Wasser hin? Wo trinken die überhaupt? Ich glaube... Hier drinne, oder? Guck mal. Hier sind so Kanister. Das heißt, wir müssen 5-mal Wasser holen. 5-mal? 5-mal. Oh, die sind doch wahr. Oh mein Gott, das ist mein Pferd. Ich habe mich entschieden. Izzy, du hast es irgendwie mit komischen Tieren. Nein, aber guck mal, wie süß es ist. Hast du jemals ein rosanes Pferd gesehen? Das ist rosa. Das passt zu mir perfekt, nicht wahr? Was? Anstarrwettbewerb? Okay. Hast du genug Eimer? Ich habe 2 Eimer. Brauchst du auch noch einen? Nee, ich nehme mit, dann haben wir nämlich 5 jetzt, ne? So viel brauchen wir doch. Okay, perfekt, ja. Okay, warte, hier sind noch mehr. Ich nehme einfach mal alle mit, so zack, okay. Alles klar. Weißt du, wo das Wasser war? Das war am Anfang von der Stadt, oder? Oh, ich weiß, wo es lang geht. Folge mir, ich kenne den Weg. Hier einmal quer durchs Feld. Quer durchs Feld? Quer durchs Feld. Nee. Quer durchs Feld, guck. Und hier ist schon das Wasser. Hier essen Sie den verschimmelten Keks. Nee, aber ich kann dir noch angeben. Oh, Izzy. Ja. Du hast doch mehr Eimer dabei, oder? Ja. Ich meine, wir haben eh noch ein bisschen Zeit. Die Kacke machen wir ja nicht weg. Hast du Lust, zum Lavamonster nochmal zu gehen, beziehungsweise zum See und den Schatz zu holen? Wir wollten ja eigentlich Wasser holen. Oh mein Gott, du bist so genial. Lass uns die Pferde holen. Wir reiten hin. Oh, ja. Okay, dann können wir nämlich gleich das Wasser reinmachen und dann reiten wir. Ist das okay? Mhm. Hast du genug Wasser dabei, auch für den See? Ich habe genug Wasser dabei, ja. Okay. Wir brauchen ja nicht viel für den See, oder? Nö. Warte, ich fülle das Wasser nach. Hier, ein Eimer reicht doch für die Pferde, oder? Und dann brauchst du... Willst du auch einen nachfüllen? Ich mach auch einen nach. Hast du ja auch noch Wasser. So, genau. Ich habe noch Wasser. Ah, oh, perfekt. Alles klar. Okay. Wo ist denn... Warte, hier, mein... Hier ist noch einer für dich. Dann haben wir nämlich beide 2 Eimer, glaube ich. Perfekt, danke schön. Dann gehe ich mal auf meinen treuen Pferdebegleiter hier. Ach stimmt, wir wollten reiten. Wir wollten reiten. Ich... Da. Los, let's go. Okay. Meinst du, das ist okay, wenn wir das hier offen lassen? Oh, ich hab's zugemacht. Okay. Richtung Lavasee. Falsche Richtung, Ronja, andere Richtung. Richtung anderer Lavasee. Oh Mann. Hast du die Schatzkarte noch, falls wir uns verlaufen? Oh, du bist auch abgestiegen. Das ist schneller läuft. Oh nein. Okay. Aber hier muss es sein, guck mal da hinten. Oh, stimmt. Ja, da ist es. Okay, lass mal die Pferde hier. Lass mal Pferde am besten hier. Oh, warte mal, was ist denn... Also, ich habe echt Angst gehabt vor dem Lavamonster letztes Mal. Meinst du, das ist noch da? Das weiß ich nicht. Ich würde sagen, wir schleichen uns ganz langsam ran und dann hauen wir da einfach das Wasser rauf und löschen das einfach.
Okay. Und dann. Ah, wir haben immer noch keine Spitzhacke. Wir brauchen noch eine Spitzhacke. Können wir ja. Aber das kriegen wir hin. Später holen, vielleicht. Wir können ja erstmal gucken. Vielleicht, wenn da. Weiß ich nicht. Wenn sich da was verändert, kommt ja vielleicht der Schatz hoch. Ja, stimmt. Okay. Du musst schleichen, Ronja. Du bist viel zu groß. Setz dich wenigstens auf deinen Hintern und schleich. Ha. Du bist noch im Hintern. Ich raube auf den Po. Das sieht voll lustig aus. Oh, da ist wieder ein Käfer. Ah! Weg. Hast du ihn? Hilfe. Nein. Geh weg. Ah! Oh, okay. Okay. Ronja. Oh nein. Was ist das denn? Ich hab euch doch gesagt, ihr sollt weg von hier bleiben. Was? Und was soll das mit dem Wasser? Das verdampft. Woher weiß er von dem Wasser? Das verdampft hier doch, sagt er. Zu dem Wasser ist gar keine gute Idee. Ronja, am besten du läufst. Am besten ist der größer geworden? Der hat Flügel bekommen. Oh Mann. Gute Idee. Warte, wo ist mein Pferdchen? Hier. Da ist es. Hol es. Komm schnell. Fliegt einfach. Auf. Okay. Gut, das war vielleicht nicht so eine gute Idee. Das ist nie passiert. Aber wenn wir dann nicht mit Wasser rankommen, wie denn sonst? Also, irgendwie müssen wir doch an den Schatz kommen. Vielleicht müssen wir in den See pinkeln. Oder... Gut, ich würde sagen, wir gehen erstmal nach Hause, oder? Wir haben ja hier unsere Arbeit getan. Gut, dann gehen wir mal nach Hause, oder? Warte mal. Guck mal, das Tor ist offen. Oh? Warum ist das Tor offen? Mach die Pferdekoppel nicht. Zu, Ronja. Entschuldigung, ich vergesse das immer. Die laufen gar nicht weg. Guck mal, die sind ganz brav. So, ja, ja. Ich weiß, wer das so aufgemacht hat. Warte mal, ich schulde dir noch einen Keks. Sie ist ja übrigens. Oh, danke schön. Ich meine, das ist doch voll blöd. Dann können die Tiere alle abhauen. Wer macht denn sowas? Ich weiß es nicht. Ja, das ist voll komisch. Wollen wir mal gucken? Oh, easy? Ja. Guck mal, ist das... Es sieht aus wie ein Splitter von einem Einhorn, oder? Das ist ein Einhornhornsplitter, steht drauf. Ein Einhornhornsplitter? Also wer auch immer das Einhorn entführt hat, ist hier lang gegangen, ha? Huh? Oder meinst du, das ist einfach weggerannt? Was? Ist die Tür ja nicht offen? Ist hier irgendjemand? Hä? Nee. Okay, das müssen wir rausfinden. So, das war's dann aber auch mit dieser Folge vom Bauernhof. Falls es euch gefallen hat, dann kommt jetzt jede Woche sonntags eine neue Folge. Sowohl auf meinem Kanal, bei dir mittwochs. Ich wollte doch dazu kommen. Bei mir sonntags bei Easy mittwochs. Und zwar auf Easys Zweitkanal. Falls ihr dem noch nicht folgt, dann Schande überhaupt. Der ist hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann könnt ihr euch das gerne angucken, damit ihr die zweite Folge auch nicht verpasst. Ansonsten, falls ihr den Kanal hier noch nicht abonniert habt, dann tut dies auch gerne. Und dann sehen wir uns nächstes Mal. Ciao!